bottom of the sea. Dabei, wenn der Himmel in Flammen steht und der brennende Van Allen-Gürtel das Universum zu vernichten droht. Sie sind dabei, wenn die schmelzenden Eisberge in der Arktis bersten. Nicht einmal die Fantasie eines Jules Verne hätte sich etwas so Fantastisches und Unbeschreibliches ausdenken können, wie die Abenteuer, die die Besatzung dieses Atom-U-Bootes erlebt. Sie haben das Hirn des U-Bootes gesehen, hier drin ist sein Herz, der Atommaschinenraum. In diesem Raum ist mehr Sprengstoff aufgespeichert, als in allen Bomben und Granaten des Zweiten Weltkrieges enthalten war. Hervorragende Schauspieler führen Sie durch die Wunderwelt dieses Films. Walter Pidgeon. Wir werden die Geheimnisse der Tiefe ergründen, die noch unerforscht sind. Joan Fontaine. Meine Berechnungen können nicht falsch sein. Ich weiß, dass der Feuergürtel sich selbst aufzehren wird. Bei 78 Grad brennt er aus. Barbara Eden. Peter Lorre. Sie reden genau wie Zuko. Nichts ist unmöglich, Captain. Robert Sterling. Wenn ich rechtzeitig zu den Marianen kommen soll, brauche ich Männer und keine Jammerlappen. Michael und Sarah und Frankie Avalon. Ihr Urteilsvermögen hat leider in der letzten Zeit einen beachtlichen Knacks bekommen. Eine bodenlose Unverschämtheit, das erlauben Sie sich. Sie sind dabei, wenn die UN über Admiral Nelsons Plan das Urteil fällt. Der brennende Van Allen-Gürtel muss durch die Kraft der Atomrakete aus dem Magnetfeld der Erde herausgesprengt werden. Und diese Aktion muss in genau 16 Tagen und 3 Stunden ausgeführt werden. Wenn der Feuergürtel explodiert, explodiert der Erdball! Sie sind dabei, wenn Froschmänner mit dem riesigen Tintenfisch kämpfen. Sie sind dabei, wenn Barbara Eden zu Frankie Avalons heißen Rhythmen tanzt. Sie sind dabei, wenn die Erde durch den Feuergürtel ausbrennt. Sie sind dabei, wenn das Mini-U-Boot die Fahrt auf Leben und Tod durch ein Minenfeld wagt. Sie sind dabei, wenn der gigantische Krake den Glasbug angreift. Sie sind dabei, wenn ein geheimnisvolles U-Boot die Verfolgungsjagd aufnimmt.